Was geht und willkommen zurück zu einem neuen Fortnite-Video von mir. Und in diesem Video gucken wir uns den täglichen Gegenstand-Job an. Und ich kann euch jetzt schon sagen, wir haben einige neue Dinge bekommen. Aber ich würde sagen, ohne lang rumzuschnacken, jumpen wir mal direkt rein in das Hauptvideo von heute. Wir fangen mit einem ungewöhnlichen Erntewerkzeug ein, so wie immer eigentlich. Und zwar Stiefelstange. Für 500 V-Bucks kriegt ihr heute die Stiefelstange. Und das Ding war bis jetzt viermal im Shop und zuletzt vor 84 Tagen. Ja, heute ist es wieder nach 84 Tagen der erste Tag. Unterschätze nicht den Stiefel am Stock, Teil des Fischfuttersets. Und ich muss sagen, es ist tatsächlich nichts für mich. Es ist nichts für mich. Das Ding sieht einfach echt nicht cool aus, um ehrlich zu sein. Und ich würde es mir nicht holen. Ist aber Geschmackssache. Wie gesagt, wenn ihr Bock drauf habt, macht es gerne. Vergesst aber nicht vorher meinen Creator-Code einzugeben, Meta-8, wenn ihr etwas im Shop kaufen möchtet, unterstützt mich gerne damit, wäre mir auf jeden Fall eine richtig große Ehre. Dann gucken wir direkt mal weiter, fliegende Korallen für 800 V-Bucks, auch sehr sehr cool, gefällt mir auch irgendwie, auch zuletzt vor 84 Tagen, gehört mit zum Fischfutter-Set, hol das Riff aus dem Meer für 800 V-Bucks. Ist ganz okay, ganz cool, ist ein schöner Gleiter, kann man auf jeden Fall so machen. Dann haben wir Luftgitarre für 800 V-Bucks. Das ist auf jeden Fall mal ein cooles Emote, gefällt mir auch sehr gut. Hört einfach mal ganz kurz rein. Ja, ist relativ entspannt. Bist du bereit zu rocken? Teil des Headbang-Sets und für 800 V-Bucks ein sehr, sehr stabiles Emote. Dann haben wir nochmal die Hackerin für 1200 V-Bucks, kann auch die Schwächen der Gegner entschlüsseln, Teil des Übertaktungssets. Und ich bin ehrlich, dafür würde ich keine 1200 V-Bucks ausgeben. Irgendwie catcht mich dieser Skin nicht so krass und 1200 V-Bucks ist meiner Meinung nach ein bisschen zu viel. Deswegen hier würde ich die Finger von lassen. Aber wenn ihr noch V-Bucks braucht, um diesen Skin zu kaufen, dann unten in der Videobeschreibung habe ich euch Xbox und PSN-Karten verlinkt. Könnt ihr bis zu 5 Euro sparen und mich damit sogar noch unterstützen. Dann haben wir noch den Munitionsmajor für 800 V-Bucks, absolut cooler Skin, finde ich sehr sehr nice und für 800 V-Bucks darf man wirklich nicht meckern. War zuletzt vor 45 Tagen im Shop, also gar nicht mal so, ja geht eigentlich, nicht so lange her, nicht so, ja ist ganz cool eigentlich. Achtung Granate, 800 V-Bucks, also kann man auf jeden Fall kaufen. Dann haben wir die Mucki-Spiel für 200 V-Bucks, nur damit sie Bescheid wissen, Teil des Hangtime-Sets und das Ding finde ich aber echt nice, muss ich sagen. Also finde ich witzig, in letzter Zeit hat Epic Games sehr, sehr coole Emotes, die man definitiv so machen kann und dieses 200 V-Bucks-Emote ist eines davon. Dann haben wir nochmal Hangtime-Paket, natürlich mit dem Clutch und Grind, selbstverständlich bleibt immer noch im Shop, hier mit den ganzen Jordans und so, richtig nice. Aber was eigentlich neu ist heute, glitschig. Ja, wir haben neue Lackierungen bekommen, richtig viele Lackierungen bekommen, 3 Stück oder 2 Stück oder so. Hier glitschig, sieht ganz okay aus, ist jetzt nicht so meins, ich stehe jetzt nicht so auf Fische irgendwie. Und man merkt so, heute ist der Shop so ausgelegt auf Fische und keine Ahnung, auf das Meer. Ja, ist jetzt nicht so meine Sache. Glitschig gefällt mir nicht so gut und Fischgesicht gefällt mir, ist ganz witzig. Ist ganz witzig für alle Leute, die diesen Fischstick-Skin mögen oder Fischstäbchen-Skin mögen. Und geschuppt haben wir ebenfalls für 300 V-Bucks, ist auch ganz okay. Also wie gesagt, alle sehr, sehr ähnlich, ist Geschmackssache. Aber Leute, das absolute Highlight heute, Fischstäbchen für 1200 V-Bucks. Mach lieber einen großen Bogen um die Markimeisterin, Teil des Fischfuttersets. Sehr, sehr cool, gefällt mir echt irgendwie. Mit dem Salzwassertorn Nister als Rückenaccessoire und bei dem Skin haben wir sogar zwei neue oder einen neuen Stil mit dem VR, also hier Virtual Reality, sieht sogar echt nice aus, muss ich sagen. Eure Meinung gerne mal in die Kommentare, habt ihr irgendwas gekauft aus dem Shop? Wenn ja, was habt ihr euch gekauft? Gerne mal in die Kommentare schreiben, lasst uns ein Like da, ein Abo da lassen und natürlich auch die Glocke aktivieren, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen rund um Fortnite. Da würde ich sagen, ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.